Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Achso, ich habe hier noch die Maussteuerung. Heute mal mit einem Defender. Wir haben ja vor ein paar Tagen gesehen, wie ich mich mit dem Defender geschlagen habe. Und jetzt gucken wir mal jemanden zu, der das wirklich drauf hat, dem Morpheus, dem Stahlkäfer aus dem Clan Kassner. Vielen Dank fürs Einsenden dieses Replies. Ja, jemand, der das wirklich drauf hat, und Morpheus hat es auf jeden Fall drauf, denn ihr könnt ja mal bei WoT Live oder so seine Sachen angucken. Der hat es wirklich drauf und der Beweis, den haben wir auch direkt hier, denn guckt mal bitte auf sein Rohr, also auf das Rohr des Panzers. 2 Sterne, alter Schwede, nach so kurzer Zeit, wie geht denn bitte das? Das ist Zauberei, meiner Meinung nach. Er ist hier auf der Karte Highway und ist Top-Tier. Er fährt auch direkt in die Stadt, um sich da so ein bisschen Eckengebumse zu liefern mit mit einem Defender am Oho. Patriots und VK4502A und was da sonst noch so alles um die Ecke kommt. Wenn da so ein kleiner IS auf ihn zukommt, Tier 7, der sieht ziemlich alt aus, aber ich denke, bei ihm hier wird das gar kein Problem sein. Ich sehe auch gerade, im Gegnerteam ist Bad Bam Bam, also nicht Bam Bam, sondern Bad Bam Bam. Wusste ich gar nicht, dass es den auch gibt. Ob es wohl auch ein Bad Kravum gibt, wer weiß. Naja. Ja, ich bin mal gespannt, was er hier so reißen wird. Und wie viel Damage er am Ende raushaut, denn wie immer habe ich mir das Replay vorher nicht angeguckt und auch keine Stats angeguckt. In dem Moment, wo ich natürlich das Replay runterlade, sehe ich kurz die Seite offen sozusagen, wo zumindest die Medaillen und so zu sehen sind. Da sehe ich meistens nur, ob es ein Sieg wird oder nicht. Aber ich versuche auch das zu ignorieren und da ja ein paar Tage zwischen Runterladen des Replays und Aufnehmen des Replays liegen, habe ich das dann meistens auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich entschuldige mich schon mal vorweg, dass es jetzt einen Tag kein Replay oder gar keine Folge gab und dass am nächsten Tag, dass die Folge ein bisschen spät rauskam. Ich hatte einfach sehr viel zu tun mit Arbeit und solcher Geschichte. Deswegen gab es da eine Lücke. So, aber sowas passiert nun mal. Oh, hier ist schon der Gegner-Defender aufgetaucht. Da kann er jetzt, wenn er durch die Mauer schießt, auf die Unterwanne schießen, aber um zu ziehen, macht er die Mauer weg und haut ihm direkt einen rein. Und der Defender hat natürlich einen ordentlichen Reload, deswegen kann er hier immer noch frei herumfahren, ohne großartig Angst zu haben. Base 6 könnte ihn hier ein bisschen blockieren, macht er aber nicht, hat er keine Angst vor. Jetzt hat er nachgeladen. Und noch eine in die Unterwanne. Bei Barbossa. Sehr gut. So, jetzt guckt er sich hier ein bisschen um, dass er nicht umfahren wird. Kann der nicht schon wieder schießen? Anscheinend nicht. Ja. Jetzt nochmal ins vordere Kettenrad. Auch eine schöne Sache. Dadurch bleibt er auch gleich stehen. Der IS-6 hat auch drauf geschossen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob er Schaden gemacht hat. Und jetzt kommt der Oho und um die Ecke. Da sollte er aber an der Unterwanne eigentlich auch durchkommen. Bam! Nicht durchgekommen. Bad Bam Bam. Was soll das? Eigentlich sollte er da durchkommen. Nicht. Jetzt lädt er Gold. Okay, dann sollte Unterwanne aber tatsächlich gehen. Habe ich die Panzerung falsch auf dem Schirm vom Oho? Gut, aber ich bin auch kein Experte, was sowas angeht. Ich bin ja kein World of Tanks-Experte. Jetzt will er gerne hier den Defender noch rausgehen. Der ist aber ein bisschen blöde angewinkelt. Deswegen kriegt lieber der Oho nochmal einen in die Unterwanne. Er kommt auch gar nicht in die Gelegenheit, zurückzuschießen hier. Allerdings, wenn er trifft, kann das ganz schön Aua machen. Er will aber gerne. Ah, jetzt ist er ein bisschen zu weit hinten rausgefahren. Da konnte der Oho ins Ketten. Nicht ins Kettenrad, aber in die Kette schießen. So, halb so wild ist. Jetzt hat er aber seine wahrscheinlich Unterwanne getroffen. Ich mache mal kurz Pause, gucke, wo er getroffen wurde. Jo, Unterwanne. Aber halt so wild, der Oho ist fast raus. Ein Schuss noch und weg ist er. Oder reicht auch ein dritter Schuss und weg ist er. Und sayonara. So, Bad Bam Bam ist schon mal weg. Bleibt noch Barbossa. Der Defender. Und der VK kommt da ja jetzt auch um die Ecke. Jo, der schießt schon. Aber, ne, kriegt keinen zurück. Schade. Jetzt muss aber aufpassen, dass er hier nicht umfahren wird. Aber er merkt das sofort. Da kommt ein IS. Und was ist das andere? Irgendwas Schwedisches? Ja, Streitwagen 74, meine ich. Der hat aber keine Chance. Und der IS sollte kein Problem darstellen. Genau. Ein bisschen kuscheln fahren, dann hat der IS keine Chance. Wenn er noch ein bisschen Glück hat, weiß der IS auch überhaupt nicht, wo er, wenn überhaupt, dann hinschießen kann. Ja, von der Seite kann er ihm natürlich zwischen Kette und Wanne schießen. Wenn er das denn weiß, da sollte er durchkommen. Da sind, glaube ich, nur 100 mm Panzerung beim Defender. Aber es sieht nicht so aus, als wenn er da Ahnung hat. Der probiert gar nicht erst auf ihn zu schießen und ist jetzt auch Geschichte. Morpheus hat schon längst wieder auf die andere Munition umgeladen.
Jetzt muss er sich entscheiden, ob er sich hier mit dem Defender und dem VK... Ach, dem Defender kann er jetzt... Der ist aber auf ihn eingeaimt. Kenrad, Kenrad. Ah, oder Unterwanne. Da war er ein bisschen zu hektisch. Jetzt hat er wieder eine Etikette gekriegt. Sein Team hat aber auf der linken Seite komplett aufgeräumt. Das bedeutet, es verbleibt noch die Stadt und der Cap. Aber die meisten der Gegner stehen hier in der Stadt und sollten hier ja, ihre liebe Not haben mit Morpheus und seinem Defender. Und dem, was noch geblieben ist. Der VK prallt wieder ab. 1300 mittlerweile geblockt. Und schießt Defender. Nein, immer noch nicht. Verdammte Sau. Hat der einen Lack. Lebt eigentlich schon viel zu lange. So, der lädt aber nach. Nee, doch nicht. Aber jetzt. Er schießt lieber auf den VK. So, sein Team hat sich hier aufrauchen lassen. Die Su kommt nachgerückt, kann aber noch lange nicht schießen aufgrund des Hügels. Und jetzt hat er einen Patriot da stehen. Hm. Der weiß anscheinend auch, wo er hinschießen muss. Jetzt ist aber der Defender schon mal Geschichte. Bleibt noch der VK und der Patriot. Gut, er fährt jetzt zum VK, um sich in Deckung zu bringen vor dem Patriot. Und der VK gibt ihm hier auch schöne Deckung, damit in seinen Heck nicht geschossen wird. Ah, der könnte jetzt auf sein Kettenrad schießen. Jetzt kann er, ja, den verschießt er. Er hätte auch auf den Turm schießen können, hat er glaube ich auch versucht. Jetzt kriegt der Patriot aber einen in die Seite. Der lädt allerdings viel schneller nach. Ja. Der war natürlich blöd. Genau, jetzt schön zwischen Unterwanne und Turm. Nee, stimmt gar nicht. Er schießt da drunter. Nein, doch auf... Und er kommt nicht durch. Ja, das ist... ich glaube, das ist Pech. Eigentlich sollte er durchkommen. Jetzt wackelt er schön mit dem Turm, damit der Patrick nicht trifft. Die Rechnung geht auch auf. Und jetzt... Und einfach auf die Wanne. Braucht gar nicht mal die Unterwanne. Good Job, Defender wird geschrieben. Und genau das hat er auch abgeliefert. Er hat auch mal eben hier so ganz nebenbei 6 Kills gemacht. Das ist ein Krieger. Und wir gucken uns die Auswertung an. So, und da sind wir auch schon bei der Auswertung. Wie gesagt, hier Victory, das ist das, was ich am Anfang immer sehe, aber oftmals dann auch wieder vergesse. Er hat das Ding gemeistert, er hat einen Schläger gekriegt, einen Duellanten, ein Wirkungsfeuer, ja, ich vergesse immer, wie das heißt. Spartaner, Stahlwand, Großkaliber und Krieger. Er hat hier 6000 Schaden gemacht, alter Verwalter, weit, weit, weit vor allen anderen hier. Der einzige, der ihm noch gleich kam, war der eine Patriot. Und das ist, glaube ich, auch der, mit dem er sich zum Schluss angelegt hat. Wir gucken nochmal eben ganz kurz nach. Jo, das war er. Gut, aber die Punkte hat er nicht von ihm gefressen. Oder nicht von ihm geholt, ja, da woanders kassiert oder besorgt, wie auch immer, ist auch scheißegal. 21 Mal hat er geschossen, 21 Mal hat er getroffen, das schafft auch nicht jeder. 16 Mal ist er durchgekommen, er hat 6000 Damage gemacht, wie gesagt, er hat nochmal eben nebenbei 3370 geblockt, wunderbar. Und er hat 160.000 Credits eingenommen, allerdings sind davon nur, in Anführungsstrichen, nur 100.000 geblieben. Das ist eine ganz schöne Leistung, denn dieser Panzer ist ein ganz schöner Creditmaker und damit ist sowas durchaus möglich. Aber mit Goldschießen und ein bisschen Schaden kassieren hat er hier ein wirklich gutes Ergebnis hingefahren. Und ja, gerne mehr davon. Und schön, dass wir uns das mal angucken durften. Bis zum nächsten Mal. Ciao.